Hallo und willkommen zurück zum Rennen. Hallo. Hallo. Nee, ich lege jetzt heute nicht drauf an, Jeff. Hallo, gehen. Hallo. Was habt ihr für eine Strategie? Das Problem ist, ich bin jetzt links. Meine Strategie ist auf Angriff. Nein, ich meinte, das meine Strategie ist auf Angriff. Meine Strategie ist extrem. Aber Rico, du hältst das da vorne. Einfach die erste Kurve schafft er nicht. Ich bin tausendmal besser weggekommen als Rico. Ja. Start bitte, ich bin mitten links von dir. Ich bin oben, ja. Andi! Uiuiui. Sieht gut aus. Nimmst keine Namen. Wenn du schneller bist, sag Bescheid. Ja, ich bin ein Stück schneller, ich gehe links mit dir in die Kurve. Oh lol. Da bin ich etwas rausgekommen. Ich bin wieder schneller. Jo. Ich kann diese Kurve überhaupt nicht. Ilo auch nicht. Uiuiui. Der Ilo schon, aber. Und die ja auch nicht. Das sind die einzigen beiden Kurven, die ich nicht wirklich benutze. Das sind die einzigen beiden Kurven auf dieser Strecke. Und da sind die beiden gelben Jobs? Naja, irgendwie ja nicht. Komm noch ein paar mehr. Das soll ich bei nichts von dir? Ja, ich sehe es. Alter, diese scheiß Bodenwellen hier. Ich will eine KI überholen. Oh, und jetzt schaffst du es wahrscheinlich los. Besser wird's, lass ihn mal nicht von der KI überholen. Alter. Ja, das Alter, ich hab grad einen Ausflug ins Grün gemacht. Diese Knapper hier alles. Wir fahren auch gerade weg komplett, also. Ich habe auch schon 3-4 Fehler gebaut. Ja, weil ihr keine, weil ihr keinen Zweikampf habt. Ja, im Prinzip versuche ich ihn schon zu überholen. Also keinen direkten Zweikampf, dass man da. Ja, weil Andi und Elo verlieren mega viel Zeit. So, ich habe meinen Platz zurückerobert. Sehr schön. Jetzt muss ich muss einfach versuchen, das jetzt ganz cool runterzuspüren und auf den Fehler zu warten. Den wirst du nicht bekommen. Oh, Scheiße. Ja, den werde ich nicht bekommen. Was sagst du nochmal? Ja, bei Jan jetzt den nicht bekommen, aber hier sieht es ein bisschen dunkler aus, das stimmt schon. Im Prinzip das machen, was ich in Aserbaidschan. Ist genau die umgekehrte Situation wie in Aserbaidschan gerade ein bisschen. Bin ich ein bisschen. Du bist schneller als ich und machst auf meinen Fehler Sinn. Ja, das stimmt schon. Wo fahr ich denn hin, Mann? Im Wald zum Wandern, bitte. Wie Andi gesagt hat. Na, aber Andi hast recht. Kann man schön wandern, bestimmt. Ja, echt. Österreich kann man schön wandern. Ja. Ich war ja auch fast in Österreich im Urlaub. Echt? Ja, Hessen, du weißt aber, Hessen ist noch kein Österreich. Ja, danke schön. Ich war nicht in Hessen. Was will ich denn da? Ja, weiß ich nicht. Für euch ist, sobald ihr über die Mauer springt, schon Ausland. Das stimmt nicht. Hier gibt's keine Mauer mehr. Entschuldigung, dass ich lache. Andi. Hast du gerade die gelben Köpfe? Andi, bitte. Oh, Andi, überhol mich. Warum? Ja. Weil ich wegen deiner dummen Aktion dich hätte wieder überholen lassen müssen. Was für ein Bullshit. Ja, ja, was für ein Bullshit. Richtig. Was machst du denn da? Ja, dich wieder vorbeilassen. Ja, Quatsch. Das hättest du jetzt nicht machen müssen. Dich auch schon so wieder. Oh, das war eine Ansage. Ja, doch. Ja, okay. Ich hab das Gefühl, ich rutsche hier immer ein bisschen. Ja, ich auch, ich drifte da immer. Déjà-vu. Ja, Rico, Christoph so nicht. Strategie. Christoph wandert. Selber überleben. Ja, Christoph, geh mal kurz wandern. Oh, diese dumme Kurve. Dort alles. Ach, Mann. Och,
die Kurve, Alter. Also die Cups sind wirklich gemeingefährlich, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Tja, sind die auch. Das ist jetzt kein Problem. Nichts anderes als eine Kriegserklärung. Ich weiß gar nicht, welche Cups überhaupt meint. Ja, das habe ich mich bisher auch immer gefragt. Na, das wirst du merken, wenn du mal zu weit rauskommst. Erzähl es mir nicht an, sonst findet das so wie ein Monster. Ja, fest, nimmst jeden Curb mit. Einmal weiß ich, wo der Fehler, wo das irgendwas passieren kann und ab da jedes Mal. Ich kann es dir nicht sagen, Sven. Nein. Merlin, ich muss an dir links vorbei. Vorletzte Kurve, Merlin. Wer ist erster? Innen-Curbs. Ich, Merlin. Oh, und Rico dreht sich weg. Volle Kanne weggedreht. Da drehe ich mich auch fast jedes Mal. Das ist echt eine also Kurve. Irgendwie ist alles auf dieser Strecke zu machen. Ich krieg noch dein DRS. Nein! Alter, ich bremse aber auch bestätigt. Viel zu spät rein, Alter. Obwohl, würde ich das schaffen, wenn ich jetzt auf Gelb gehe? Glaube nicht. Mach lieber Rot-Rot oder sowas. Na, ich hätte jetzt so Lila-Rot gemacht. Ja, ich gehe fliegen. Gelb schaffst du nicht. Ja, ja, alles gut, alles gut. Also halt ich glaube, ungefähr, weißt du, hier ist der Verschleiß echt ein bisschen größer. Unerlaubtes Überholen. Also mir sonst eigentlich 23 Runden halten. Also kannst du machen, Rico. Ja, da nichts ausreden. Du hast zu krass runtergebremst, kann das sein? Ich? Ansonsten, Alter, Massa, ist das dein Scheißernst? Ich hau ihn raus. Ich weiß, wie man die erste Kurve vermeiden kann, da überschritten zu bekommen, ey. Fahrer vor mir. Ich mach mir nie einen Rennen den Scheißflügel kaputt irgendwie. Warum hab ich mich denn da jetzt weggedreht? Wo denn? Was soll ich auf den Körper? Doof auf den Körper gekommen. Ich hab mich in der Haarnadel gedreht. In welcher Haarnadel? Na, die zweite Kurve. Jetzt kommt auf der Lande oder was? Ich drutsch aber auch jedes Mal weg, ich drifte da kurz. Und ich bin innen an die Mauer. Bei der Kurve kommt so auch, wie du da reinfährst. Das macht den Ausgang später aus. Das ist mir häufig aufgefallen. Wenn du zu weit innen fährst, haut's das Auto weg. Da bin ich auch gerade. Ja, und dann haut das Auto raus oder hat überhaupt keinen Luftpass in der Ecke da. Boah, es sind sogar mehrere von diesen. Ja, jetzt heißt es aufholen. Stacheln. Sprungschanzen. Ne, das ist sogar, die sind sogar aufgebaut, die Stacheln. So verschiedene stachelartige Rillen. Also die sind echt gemeingefährlich. Das ist echt auf der Strecke. Schlimmer als Sand. Sind diese Dinger echt auf der Strecke? Wir werden meine Reifenverschleiß richtig hart in den Arsch beißen. Ich habe keine Ahnung, wie ich gerade meine Boxenstrategie machen soll. Mal kurz, sonst wirkst du doch auch. Oh Gott, das schaffe ich ja nie. Ich habe schon eine Zwei-Stop-Strategie, aber ich wüsste nicht mal, ob ich die überhaupt schaffe. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die KI liebe? Nee, ja, mehrfach. Ja, gut. Ja, warst du für mich nicht so. Dumme Kurve. Und diese dumme Kurve. Die rollen lassen. Gucken sich denn Leute das Spektakel an, so spannend wie das hier ist? Hä? Gucken sich denn Leute das Spektakel an, so spannend wie das hier ist? Zumindest bin ich jetzt ein bisschen entspannter hier hinten, da fühle ich mich wohl. Ich bin beim Vorne-Wegfahren irgendwie tausendmal entspannter als hinterherfahren. Ich glaube, ich bin da genau andersrum als du. Merkt man. Du tötest ganz gut ab eigentlich. Weil ich die ganze Zeit immer pro Runde aufhole. Ja. Ja, ich kann es nicht ab, wenn einer hinter mir fährt. Also wenn sobald du halt hinter mir bist, denke ich mir halt, okay, das ist normal, wenn der rankommt. Das ist normal. Wo hab ich denn jetzt Verwarnung für Streckenbegrenzung überschritten? Wenn du übers Gelbe kommst. Aber da bin ich letztes Mal einfach eiskalt drüber gefahren, da hab ich keinen Tipp. Wenn du übers Gelbe kommst, fahr ein Stück weiter links drüber und dann fahr ich. Ach ja, genau, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Da bin ich letzte Runde nämlich komplett rausgefahren, da hat das keinen gestört. Ja, das mach ich nämlich auch immer. Oh, hier dreh ich mich halt fast. Hi. Hallo. 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 Ja. Nee, noch nicht, mach ich gleich noch. Ja, mach mal die Meerschweinchen sauber. Aber jetzt. Kurz vor 8 etwa. Kurz vor 8, ich komm vorbei. Viertel nach 4. Komm ich auch da vorbei. Ist auch ein bisschen spät. Da komm ich zum Kaffeekuchen. Kennst du echt noch? Hm. Kurz vor 8 bin ich noch. Die Viertel vor 4. Aber versprich mir, dass ich den. Ja, mach ich noch. Machst du da bitte? Ja, ja also Viertel vor 8 morgen. Jetzt. Basti, jetzt. Das hat Armer wieder nicht verhungern, Mensch.
Umgebung sauber machen. Hallo, ja, nimmst du das Pfanne, hier doch nicht Reifen sind weg. Die Pfanne, Panzertape, heute ist die und dann ist gut. Schmeiß in die Pfanne, hast du was zu essen. Sorry. Verdammt! Nicht mehr erst so? Nee. Fehler gemacht und Basti hat eiskalt. Ja, und Basti verlonst. Ja, weil meine Reifen sind auch schon absolut Schutt und Asche. Aber ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das jetzt angehen will. Ich hab grad eine voll gute Wortwitz-Idee, aber mach noch nicht so den richtigen Burner gefunden. Wie viele welche Reifen hat man hier? Gelbe oder was meinst du? Ja. Ein. Wahrscheinlich, wenn du so ausgewählt hast. Und wie viele rote? Zwei oder drei. So, da kommen die ersten. Was hast du da drauf? Lila, ich hab grad Lila, ja. Ja, dann fahr doch rot Lila, so wie Rico. Aber ich glaube, da muss ich danach nochmal auf Weiche gehen. Ich hab so eine Reifenverschleiß. Gib ihm nicht noch Tipps. Du hast doch gerade mit den Lilanen, die von der angefahren waren, vom Qualifying, bist du doch schon in der 9. Runde. Das sind nur 36. Das heißt, nochmal Lila kriegst du vielleicht 11, 12 hin. Und rot kriegst du mehr Runden hin. Also kriegst du doch locker. Ja. Van Dorn, ey! Also mit 2 Stop brauchst du die gelbe echt nicht. Ach, Van Dorn geht hier richtig Harakiri. Guck doch alleine, wie lange du doch jetzt schon mit den Liedern bist. Ja, und da hab ich schon 63%. Ja, richtig. Das und war meine nochmal mit den Liedern, dann fährst du auch nochmal, sagen wir 12 Runden. Dann bist du bei 2, wenn du jetzt in die Box 26%, dann bist du bei 22. Das heißt, du müsstest 14 mit den Roten fahren. Das schaffst du dann noch locker, wenn du mit den Liedern 11, wenn du mit den Liedern jetzt schon mit den vom Qualifying angefahrenen 10 Runden schaffst, dann schaffst du doch locker mit den Roten 14. Alter, Wehrlein. Ich hab das Gefühl, die wollen einen hier extra nochmal abdrängen. Ja. Vielleicht kriege ich auch eine 1-Stopp-Strecke. Wetterbericht. Dann würde ich auf Gelb wechseln. Aber ich glaube, das kriege ich nicht hier nicht. Regen, Basti. Gleich Regen. 5 Minuten. Ach stimmt, das musst du auch noch mit einberechnen, wenn den Regen, dass wir eventuell am Ende alle nochmal stoppen. Das wird, glaube ich, nicht also noch ausschlaggebend sein. Status-Report. Wetterbericht. Kein Regen. Bis jetzt noch nicht. Also nichts auf dem Radar. Ja, hallo Merlin. Hallo. Hallims. Halli. Auf was hat Merlin gewechselt? Keine Zustand Ahnung. Des Autos. Warum sollte Bissel dir das sagen? Ja, damit ich. Damit ich ja, aber Bissel ist doch nicht dein Teamkollege. Ja, Bissel ist nett. Hä? Das ist jetzt nett zu dir oder nett zu mir? Das ist jetzt zu allen. Ja, da gar nicht. Ich bin Hase und weiß von nichts. Kann ich das irgendwie abfragen? Was? Nee. Reifen von Hamilton? Reifen, Merlin. Wollen kommt Sky Crew. Weil das wäre eine durchaus wichtige Info für mich jetzt gerade. Für meine Strategie. Das ist richtig. Aber da ich auch noch. Nicht ob ich es mit Gelb riskieren soll. Oder ob ich einfach ein Schild 2. Rico, bist du. Warte mal, Christopher, gehst du? Wo bin ich? Runde. Guck mal. Nee, Merlin ist bei mir nicht in der Nähe. Ja, warte, ich Merlin, ich lasse dich gleich vorbei. Willst du wissen, was er für Reifen hat, oder was? Ja. Nee, der ist nicht bei mir, dann nee, sorry. Wenn er rot aufgezogen hat oder lila, kann ich auch gechillt 2-Stop fahren. Wenn er aber gelb draufgezogen hat, dann bin ich im Zugzwang auch eventuell 1-Stop fahren. Also du könntest Sainz fragen oder Christoph. Christoph? Nö. 9 Jahre, Christoph, okay. 9 Jahre, Christoph! Oh, jetzt kommt sie schon auf. Aber ich kann dir sagen, ich fahre die gleiche Strecke. Er ist hier im Punkt angelangt. Welcher Platz bist du denn, Merlin? 5. gerade. Okay. Bin ich ansatzweise bei dir. Und ich hab schon gestoppt. Logischerweise. Bitte? Ah? Aber du ja auch. Geh jetzt in die Box. Jo, alles klar. Ich verliere gerade pro Sekunde Runde. Pro Sekunde eine Runde! Box stopp.
Boxenstopp. Weißt du was? Ich komm mit, Christoph. Dann könntest du stehen. Ja, dann steh ich halt. Wenn sich meine Leute hier beeilen. Aber... Ja, siehst du, konnte ich direkt durchfahren. Okay, danke für die Hilfe. Jetzt sehe ich mehr den Reifen. Ja, bitte, kein Ding. Das lag ja nicht am Bild, ich war ja schon hinter Christoph. Aber ich habe sie jetzt gerade erst gesehen. Ja, weil ich Christoph damit überholt habe, aber Bissel war, ich war schon lange am Bild vorbei. Also, was heißt lange? Ich war halt am Bissel schon vorbei. Alter, wir haben uns so krass abgesetzt. Ich hab zwei Plätze verloren. Durch den Stop. Einen an mich. Hast du Glück, ich bin 12. rausgekommen. Einen an Sainz. Ja, ich hab den, auch an Kiat. Ich hab den ich an dich verloren habe, schon draufgerechnet. Ich bin halt 5. in die Box. Okay. 5. in die Box, als 7. aus der Box. Und meine Reifen sind noch nicht warm. Also rauf, schlafen Sie es alle? Ja. Warum? Einfach nur so. Wollt ihr jetzt gerade in der Box? Bin gerade in der Box? Ja, bin gerade vor dir rausgekommen. Ach so, gut. Oh, da ist ja gut. Ja, wirklich. Wenn er jetzt schon wieder hinter mir gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, wieder... Ja, jetzt bin ich zu konstanten Rundenzeiten gefahren. Ich bin trotzdem Reifen noch relativ konstant schnell gefahren, deswegen ging es eigentlich. Was macht der denn da? Hallo? Will man Red Bull mal ein bisschen Gas geben, bitte? Habt ihr schon die besten Funksprüche aus Brasilien gehört? Ja. Und eins. Bin für Verstappen. Wie ist das Wetter? Oder nicht? Nee, wie ist die Rennstrecke? Ja, genau. Nee, wie sind die Konditionen drauf? Ja, ja. Das Wetter wäre, wenn der Dilla gut fahren würde. Also richtig. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Grosjean. Ich hab mit... Ach nee, das ist gar nicht. Ja, siehst du, Andi sagte ich jetzt schon wieder, weil Rischola. Ich hab eine Verwarnung bekommen, weil ich eine Kollision mit dir verursacht hab. Ingo hat viel Zeit verloren aus in der Runde. Ja klar, weil ich in die Runde wurde reingegangen, bis ich rein wollte. Ja, wir kriegen doch immer die gleiche Strategien vorgesetzt. Okay, das wird zu Problemen gleich führen. Hoffe ich. Also, nee, hoffe ich nicht, aber glaube ich. So. Was denn? Meinst du, es hätte nicht gepasst, wenn du mit mir reingefahren wärst? Nein, das passt nicht. Ich habe gerade... Ich muss immer warten. Ah, nee. Hat das Warten denn mit weniger Zeit, vielleicht weniger Zeit gekostet, als das... Fahren? Fahren. Ich hätte doch maximal eine Sekunde pro Runde. Ich hatte gerade... Ja, und die... Du hast da stehst du knapp 4 Sekunden verloren. Das ist eh egal, das Ding bin ich eh nicht, war eh klar. Ich hatte gerade Großbritannien 2014 Flashbacks. Kurze Zeit. Hast du einen Boxenstopp-Pack wieder verursacht? Ich bin zumindest mit entweder Van Dorn oder Alonso, ich weiß nicht mehr, so auf jeden Fall Honda. Wir sind ineinander in die Box gefahren. Der tat mir in Brasilien schon voll leid, der aber Van Dorn. So, ein guter Start und dann... Wird er gesandwiched. Dann konnte er nichts tun. Dann kommt ein Magnussen. Alter, ohne Mist, der Schuss... Dann war Grosjean gegen Ocon und dann später, ja, du hast eine 10 Sekunden Zeitstrafe. Warum? Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Mord, Totschlag. Warum? War einfach ein Fahrfehler, ne? Aber trotzdem war es ja sowas von deutlich, dass er schuld war. Holt mal Baguette.
Ice Roll.